Halbmond über Europa. Der Himmlerplan zur Islamisierung. Eigentlich wollte ich bis zum Ende für mein Vaterland kämpfen, doch der Kommandant meinte zu mir, dass er eine wichtigere Aufgabe für mich hatte. Ich sollte einen Brief aufbewahren. Ich konnte mir schon denken, warum er mich ausgewählt hatte. Ich war noch sehr jung und deshalb war die Wahrscheinlichkeit, dass die Amerikaner mich festnehmen und foltern, geringer als bei meinen Kameraden. Auf meine Frage, was ich mit dem Brief tun solle, erwiderte er nur: Das wirst du schon selbst herausfinden. Für einige Tage trug ich den ungeöffneten Brief fest bei mir, doch irgendwann überkam mich die Angst. Was ist, wenn die Amerikaner mich kontrollieren und ihn mir wegnehmen? Deshalb wollte ich ihn zumindest auswendig lernen. Ich öffnete den Brief und las: Wenn Sie diese Worte lesen, dann haben wir den Krieg bereits verloren. Und ich bin vermutlich schon tot. Kadett Eckhart, ich danke Ihnen für Ihre Treue. Ich danke Ihnen für Ihren Glauben. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie für unsere Überzeugungen gekämpft haben. Auch wenn wir diesen Krieg verloren haben. Unsere Niederlage ist noch nicht besiegelt. Der endgültige Sieg der Finsternis lässt sich noch abwenden. Uns bleibt eine letzte Möglichkeit. Ich hingegen verabschiede mich im Schatten der schwarzen Sonne mit einem entflammten Herz und hoffe, dass mein Ihr und unser Opfer nicht vergeblich war. PS: Unter der heiligen Linde ist der letzte Ausweg begraben. Ich hielt den Brief fest in meinen zitternden Händen. Dabei war mir bewusst, dass ich für mein Vaterland handeln musste. Er hatte mich auserwählt und nun war es meine Pflicht, seinen letzten Willen zu erfüllen. Mir war klar, welche Linde er gemeint hatte. Es war die Linde, an der ich in die Staffel eingeweiht wurde. Mit jedem Schritt auf meiner langen Reise fühlte es sich mehr und mehr so an, als würde die Last der Welt auf meinen Schultern ruhen. Schlussendlich stand sie vor mir, die heilige Linde. Sie war noch unberührt von der Zerstörung des Krieges. Ich ging auf die Knie und sprach einen Segen. Dann fing ich an zu graben, mit bloßen Händen. Nach 2 Stunden stoßen meine Finger auf etwas Hartes, eine Kiste. Während ich sie öffnete, schossen 1000 Gedanken durch meinen Kopf. Was wird drin sein? Das letzte Erbe unserer Ahnen? Vielleicht der heilige Gral? Hat er mir das heiligste Vermächtnis unserer Vorfahren hinterlassen? Ich war mir zumindest sicher, dass der Inhalt der Kiste unsere letzte Hoffnung sein wird. Unsere letzte Chance, das Unrecht zu beenden und das Licht in dieser dunklen Welt wiederherzustellen. Zu meinem Erstaunen lagen in der Kiste bloß ein paar lose, hastig beschriebene Blätter. Der Islam ähnelt unserer Weltanschauung sehr. Und es ist bedauerlich, dass die deutsche Rasse sich nach einem verlorenen Türkenkrieg nicht mit dem Islam vermischt hat. Der Islam verkörpert Stärke, Einheit und Kampf. Das Christentum, was uns hinterlassen wurde, ist jedoch eine schwache, mitleidige Religion. Wären wir Muslime gewesen, dann hätten wir den Nahen Osten mobilisieren können und diesen Krieg gewonnen. Da bin ich mir sicher. Das mächtigste Volk der islamischen Volksgemeinschaft leitet den Islam. Das haben die Iraner und die Türken in der Vergangenheit sehr gut bewiesen. Wir sind das mächtigste aller Völker. Wenn wir zum Islam konvertieren, dann steht uns ein Viertel der Welt als treue Armee zur Seite. Deshalb ist dies die einzige Möglichkeit, um diesen Krieg noch zu gewinnen. Wir Deutschen müssen zum Islam konvertieren. Und dafür habe ich einen Plan entwickelt. Sie werden unseren Namen besudeln. Wie nannten Sie uns noch? Nazis, so war Ihr Propagandabegriff für uns, nicht? Dieser Begriff wird in der neuen Welt, die Sie schaffen werden, der Begriff für das absolute Böse sein. Das können wir uns zu Nutzen machen. Wir werden die Anti-Nazis, oder besser, Antifaschisten, damit es nicht zu auffällig ist. So können wir dann entscheiden, wer Nazi ist und wer nicht. Wer böse ist und wer nicht. Zusätzlich zu diesem Begriff werden sie auch all unsere Werte verteufeln. Natürlich werden sie das tun. Sie werden unsere Werte pervertieren. Aber nur so sehr, dass die Leute da noch mitmachen werden. Vorsichtig werden sie es tun. Und über einen langen Zeitraum. Und auch hier können wir mitspielen. Wir werden unsere Werte nämlich nicht nur ein wenig pervertieren, wie sie es wollen. Wir werden sie gänzlich und vollständig pervertieren. Bis an das absolute Maß.
Aber auch wir werden, dabei vorsichtig und über einen langen Zeitraum agieren, immer nur so sehr, wie es noch am äußersten Rand des von ihnen Ertragbaren ist. Wenn die Zeit dann gekommen ist, werden wir vollkommen frei drehen. Wir werden die schlimmsten und entartesten Kommunisten der Weltgeschichte hervorbringen, damit unsere Nachfahren diese ekelhafte Ordnung hassen. Ein guter Zeitpunkt, den wir dafür anpeilen können, ist, wenn so ziemlich alle, die den Krieg miterlebt haben, gestorben sind. Dadurch, dass diese neue Welt dann vollkommen pervertiert ist, werden die Starken von unserem Volk ganz von allein zu den urdeutschen Werten zurückkehren. Und diejenigen, die meinen, dass wir zu weit gehen, die bezeichnen wir dann einfach als Nazis. Ja, genau das werden wir tun. Dadurch wird dieser umgekehrte Psychologieeffekt nochmal zusätzlich verstärkt. Außerdem hat es noch einen weiteren Effekt. Der Begriff Nazi wird auf kurz oder lang komplett entwertet werden. Irgendwann werden dann selbst die Juden Nazis genannt. Wir werden als die Anti-Nazis gegen das Leben selbst predigen. Die Frauen sollen keine Kinder mehr bekommen. Die Männer sollen sich kastrieren. Irgendwann werden alle Leute denken, dass wir in Wahrheit die Guten waren. Wie sonst kann die Ordnung, die aus dem Sieg über uns entstanden ist, nur so böse sein? Und genau hier spielt der Islam dann eine tragende Rolle. Wir werden Migration aus muslimischen Ländern fördern. Wir werden Fluchtbewegungen in diesen Ländern auslösen, damit sie in das heilige Deutschland pilgern. Falls es Bedenken der Bürger gibt, sie können es ahnen, nennen wir sie Nazis. Was für ein intolerantes Pack, nicht? Der Islam wird dann neben der gestörten Ordnung der Anti-Nazis von dem starken Kern unseres Volkes als das kleinere Übel angesehen werden. Die Deutschen werden sich sehr an den Anti-Nazis stören. Sie werden sich aber nicht wieder Nationalsozialisten nennen oder sogar einen ernsthaften völkischen Sozialismus erwecken. Dafür wird die Gehirnwäsche, welche unsere Feinde durchführen, zu gründlich sein. Erinnern Sie sich, was ich am Anfang des Briefes geschrieben habe. Der Islam ähnelt unserer Weltanschauung sehr. Unsere Kinder werden sich dem, was unserem deutschen Geist am nächsten ist, zuwenden, dem religiösen Sozialismus des Islams. Ganz davon ab wird der Islam durch die höhere Geburtenrate langsam zur Mehrheit werden. Schließlich predigen wir als Anti-Nazis immer noch gegen das Leben. Das ist jedoch nicht so schlimm, nur der verkommene Teil unseres Volkes wird sich davon beeinflussen lassen. Wir können es als eine Art Reinigung ansehen. Ich weiß, dass Sie Bedenken haben. Sie fragen sich sicher, ob es uns nicht schadet, wenn wir unser Volk mit niedrigwertigem Material fluten. Nun, erstens lieben die Muslime unseren Führer. Und das ist, was zählt. Und zweitens können wir, wenn die kritische Masse erreicht ist, die Grenzen wieder schließen und somit unser höchstes Gut schützen. Natürlich verlieren wir dadurch einen Teil unserer reinrassigen Gene, aber das Arier-Gen ist dominant und auf lange Sicht wird es sich gewiss durchsetzen. Was zählt, ist, dass die alte Ordnung stirbt, dass unsere Kinder zu unserem Geist zurückfinden und dass sie zum Islam konvertieren. Denn nur so können wir diesen Krieg noch gewinnen. Kadett Eckhart, lerne diesen Brief auswendig und überbring ihn an die Familie Göring. Das Kreuz der Sonne ist untergegangen und so ist Nacht über uns eingebrochen. Aber wir haben noch ein letztes Licht, eine letzte Möglichkeit. Den Halbmond über Europa. Gezeichnet Heinrich Himmler.